Geschäftsbeziehungen, um private Beziehungen, um Freundschaften, um Beziehungen allgemein. Und manchmal, da hat man einen Freund oder eine geschäftliche Beziehung, wo es ein bisschen kriselt. Da denkt man, ach Mensch, das läuft nicht mehr so gut. Und da verändert sich dann der Fokus in der Beziehung auf all die Dinge, die nicht so toll verlaufen. Und irgendwann, wenn man diesen Fokus nicht wechselt, wenn man diesen Fokus beibehält auf all die Dinge, die nicht so toll laufen, dann hat man irgendwann zwangsläufig die Nase voll von der Beziehung, weil der Fokus auf die Dinge, die dir nicht gefallen, der Fokus führt immer mehr zu den Dingen, die dir nicht gefallen. Zwangsläufig. Und irgendwann geht dann eine Beziehung in die Brüche und Menschen sagen, ach, jetzt lasse ich das mit dem oder ich lasse es mit der oder ich habe jetzt die Schnauze voll von meinem Chef und ich kündige jetzt. Und das ist in keinem Fall klug, eine Beziehung zu beenden. Ja? Ob es mit einem Chef ist, ob es in einer Beziehung ist, ob es unter Freunden ist oder in der Familie. Es ist immer unklug, eine Beziehung zu beenden, wenn man gerade miese Gefühle hat. Und man denkt, diese miesen Gefühle kommen von dieser Beziehung. Und ich sag dir jetzt mal was. Die miesen Gefühle, die du hast in einer Beziehung, die kommen nie von dieser Beziehung. Die kommen nie von einem anderen Menschen. Die miesen Gefühle, die du hast mit einer Beziehung, die kommen immer nur aus deinem eigenen Kopf. Von dem Fokus deiner Gedanken. Der Fokus deiner Gedanken verursacht miese Gefühle. Wenn du denkst, dass eine Beziehung, egal welcher Art Beziehung das ist, miese Gefühle in dir verursacht, dann liegst du falsch. Die verursachst immer nur du selbst in dir. Und deshalb ist es nicht klug, jegliche Art von Beziehung aufgrund der eigenen miesen Gefühle zu beenden. Und ich sag dir jetzt auch warum. Kleinen Moment. Weil, ich habe es euch gerade gesagt, die miesen Gefühle, die rühren immer, die sind immer die Folge deines Fokuses. Und das Wichtigste ist, bevor du entscheidest, was du mit einer Beziehung machst, ja mit einer freundschaftlichen Beziehung, mit einer intimen Beziehung, in einer Ehe, im Job, egal, in Geschäftspartnerschaften. Wichtig ist es zuerst, den Fokus der eigenen Gedanken zu verändern, sich selbst in Ordnung zu bringen und den Gedanken weg von den, ja, von den Fehlern, die man denkt, in anderen Menschen zu finden, zu richten. Dein Partner, der reflektiert nämlich deine Erwartungshaltung, in jedem Fall. Dein Partner reflektiert immer deine Erwartungshaltung. Und wenn du dich mit deinem gedanklichen Fokus auf die Fehler in deinem Partner fokussierst, hast du die Erwartungshaltung, dass dein Partner diese Aktivitäten, die du als Fehler empfindest, an den Tag legt. Und dann werden durch den Fokus der Gedanken diese Fehler weiter verstärkt. Und durch die Erwartungshaltung verhält sich dein Partner so, wie du es nicht willst. Ja, deshalb ist es nicht klug, eine Beziehung zu beenden, wenn man einen falschen Fokus der Gedanken hat. Klug ist es, den Fokus der Gedanken zu verändern, und zwar ganz diszipliniert für mindestens einen ganzen Monat auf die Dinge, die dir in deinem Partner gefallen, auf die Dinge, die in deinem Chef liebenswert sind, auf die Dinge, die du an deinem Partner gemocht hast, als du ihn kennengelernt hast zum Beispiel, auf die Werte und Eigenschaften, die du in einem Freund schätzt, auf die Werte und Eigenschaften, die du in einem Businesspartner schätzt, egal welche Art von Partnerschaften, es gelten immer die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Wenn du denkst, dass ein Partner am laufenden Band Fehler macht und der sich so verhält, wie du das nicht möchtest, dann verstärkst du in jedem Fall das Verhalten, das du nicht möchtest, und dein Partner dazu noch, der reflektiert das, was du erwartest, und da kann es nur schlimmer werden. Im Prinzip, ja, verursachst du dann das Verhalten deines Partners, was dir nicht gefällt. Und das ist unintelligent. Du kannst nur entscheiden, ob eine Beziehung gut für dich ist oder nicht,
Wenn du dich gut fühlst, wenn du Zugang zu deiner Intuition hast und aus einem miesen Gefühl, da hast du keinen Zugang zu dir selbst, da hast du keinen Zugang zu deiner Intuition. Also bring dich erst selbst in Ordnung, indem du ruhig wirst und den Zugang zu deiner Intuition findest, indem du den ganzen Ärger loslässt und den Fokus deiner Gedanken auf die guten Dinge in dem Menschen ausrichtest. Und zwar konsequent nur in die guten Dinge, die du in diesem Menschen siehst. Ganz konsequent. Und dann warte einen Monat ab, was passiert. Dann wirst du merken, du wirst ruhiger. Dann wirst du merken, dein Partner, egal welcher Partner das ist, der verändert sich. Und zwar, der muss sich verändern, der muss deinen neuen Erwartungen entsprechen. Und was sind deine neuen Erwartungen? Deine neuen Erwartungen sind, das Gute im Partner zu sehen. Und deine Erwartung, ich habe es letzte Mal schon erklärt, was sind denn Erwartungen? Erwartungen sind nichts anderes als Gedanken, ein Bündel von Gedanken. Du erwartest von deinem Partner das Allerbeste. Du erwartest von deinem Partner, dass der diese tollen Eigenschaften hat und diese tollen Eigenschaften, ja, die du bewundert hast am Anfang bei deinem Partner oder die bewundernswert sind. Und diese Erwartungen sind ein Gedankenbündel und Gedanken, die strahlen aus, ja, in deinem Kopf, außerhalb von deinem Kopf. Diese Gedanken, dieses Bündel von Gedanken nimmt dein Partner unbewusst als deine Ausstrahlung wahr. Und dieses Gedankenbündel, was deine Erwartungen ergibt, muss langfristig, dem muss dein Partner dann entsprechen. Und wenn du das eine Zeit gemacht hast, konsequent einen Monat und dich dann gut fühlst, dann fragst du deine Intuition, was du tun solltest. Sollte ich diesen, gibt es vielleicht einen besseren Job für mich? Ja, sollte ich diese Beziehung mit einem Freund wirklich nach all den Jahren aufhören? Sollte ich mich scheiden lassen? Ja, sollte ich die Ehe beenden? Die Fragen kannst du dir nur selbst beantworten, wenn du ganz ruhig bist, ja, wenn du Zugang zu deiner Intuition hast, niemals in einem Gefühl von Ärger, niemals in jeglichem unguten Gefühl. Das ist immer ein Fehler, ja, weil deine Gefühle, die miesen Gefühle, die rühren nur von deinen eigenen Gedanken. Und wenn du miese Gefühle dabei hast, dann ist das immer eine miese Erwartungshaltung. Und dein Partner muss immer die miese Erwartungshaltung erfüllen. Und du bist schuld an der miesen Erwartungshaltung, die dein Partner dann erfüllen muss. Ja, ich hoffe, das war sehr klar ausgedrückt. Hallo. Hallo. Hallo Marcel, da ist Hi. Ja, das war sehr klar. Und die Frage gilt es zum Beispiel bei Kindern auch, dass man so eine Erwartung an die Kinder hat. Ganz genau. Die Erwartung hat ein Mensch an jeden Menschen. Menschen haben die Erwartung, ach, die Polen, die sind so und so und die klauen und die Leute vom Mond, die sind so schlängelig, denen kannst du nicht vertrauen und die vom Mars kommen, die haben die und die Ansichten und all diese Vorurteile sind nichts als Erwartungshaltung. Und wenn du denkst, ach, mein Kind räumt das Zimmer nicht richtig auf und ist immer so unordentlich, dann ist das auch eine Erwartungshaltung. Dann ist diese Erwartungshaltung ein Bündel von Gedanken in deinem Kopf, das du ausstrahlst. Und diese Erwartungshaltung muss dein Gegenüber wahrnehmen und neigt dann dein Gegenüber zu erfüllen. Und wenn du die Erwartungshaltung völlig umdrehen würdest, ja, und das auch kommunizieren würdest, ach, ich freue mich, dass du dein Zimmer aufgeräumt hast, du wirst immer ordentlicher, ich freue mich so, dann wird das Kind dieser Erwartungshaltung nicht sofort, aber nach und nach entsprechen müssen. Und deswegen sage ich zu allen von euch, die beste Erwartungshaltung gegenüber eines jeden Menschen ist die wohlwollende, respektvolle, freundliche Erwartungshaltung. Sei immer wohlwollend, respektvoll und freundlich. Auch im Zweifelsfall, ja. Auch im Zweifelsfall, weil eine wohlwollende, freundliche und respektvolle Erwartungshaltung hat immer zur Folge, dass sich die meisten Menschen nach dieser Erwartungshaltung verhalten werden, verhalten müssen. Das ist fast verrückt, aber das ist so. Das ist das Gesetz der Resonanz, ja. Und wenn deine Tochter das Zimmer nicht aufräumt und du hast dich 3 Monate darüber aufgeregt, ne, dann hast du 3 Monate dieses Verhalten, was du eigentlich nicht haben willst, verstärkt mit deiner Beachtung, mit dem Fokus deiner Gedanken. Und nach dieser Erwartungshaltung
Wohl oder übel richtet sich dein Kind und du ärgerst dich und ärgerst dich und das wird immer schlimmer und du ärgerst dich immer mehr. Das ist eine Spirale, die nur durch das richtige Wissen und durch das richtige Praktizieren zu stoppen ist, ja, indem du einfach deine Erwartungshaltung veränderst. Genau ins Gegenteil, ja, intelligenterweise. Ja, ich hatte schon ein paar Erfolge mit so einer Erwartungshaltung oder mit dieser Absichtszeitfenstermethode. Genau, wenn du deine Erwartungshaltung stur beibehältst, dann in 99% der Fälle wird die erfüllt werden. Deine Erwartungshaltung, ja, unbewusster Prozess, ja. Und das ist genau in Resonanz mit dem, was ich euch erzähle über das Gesetz der Resonanz, ne? Das widerspiegelt sich in jedem Lebensbereich. Und gerade die Erwartungen sind so ein interessantes Thema, weil die Menschen denken immer, ach, dieser Mensch, der lässt mich schlecht fühlen. Nee, das stimmt nicht. Dieser Mensch lässt dich nicht schlecht fühlen. Deine Sicht auf diesen Menschen lässt dich schlecht fühlen. Das ist alles. Ja, nur die Sicht, der Fokus deiner Gedanken, das, worauf du dich bei diesen Menschen gerade fokussierst, das lässt dich schlecht fühlen. Nicht der Mensch an sich. Du könntest dich auch auf eine ganz tolle Eigenschaft in diesen Menschen fokussieren, ja? Vielleicht hat er dir mal geholfen und dann bist du dankbar auf einmal. Oder vielleicht hat er eine andere Eigenschaft, die du bewunderst an ihm. Und dann hast du auf einmal ein bewunderndes Gefühl in dir oder ein wohlwollendes Gefühl. Und das wäre dann eine neue Erwartungshaltung. Und das verändert alles, ja, das verändert das Verhältnis unter Kollegen, das Verhältnis zu den Kindern innerhalb der Familie, in der Ehe, überall, ja, auch zu den Eltern, ja, auch zu den Eltern. Deswegen, wenn der zum Beispiel denken würde, ach Mensch, meine liebe Mami, die ist so, wie sie ist. Die hat ihre kleinen Macken und die hat ihre Fehler und ich habe auch meine kleinen Macken, ich habe auch meine Fehler. Jeder ist so, wie er ist und jeder darf so sein, wie er ist. Und ich habe wirklich Verständnis dafür, dass sie mich nicht versteht. Das ist doch eine ganz andere Generation. Ich habe sie trotzdem lieb und ich bin immer wohlwollend und respektvoll. Und wenn der das stur durchziehen würde, diese Erwartungshaltung, dann würde sich das Verhältnis zu seiner Mutter radikal ändern innerhalb von 4 Wochen. Brief und Siegel. So läuft's mit den Erwartungshaltungen und zwar sicher. Also wir haben heute wieder wirklich schon in der Kürze der Zeit tolle und interessante Themen angesprochen und sehr, sehr wertvolle Themen. Das Thema Erwartungshaltung, da sind wir ja mehr oder weniger durch Zufall drauf gekommen, ist so ein wichtiges Thema und das hat so viel mit Lebensqualität zu tun, weil was macht denn die Lebensqualität aus? Die Lebensqualität macht die Beziehung aus, die wir führen. Und je besser die Beziehungen sind, die wir haben um uns herum, desto besser die Lebensqualität. Beziehungen sind der größte Teil, die Lebensqualität ausmachen. Und die Erwartungshaltung an andere Menschen und auch an dich selbst, ja, ist das Wichtigste, worauf andere Menschen in deinem Umfeld reagieren müssen. Und wenn dann die Pessimisten ständig an das Negative in einem Menschen denken, dann holen die diese negativen Seiten aus dem Menschen raus. Der Mensch muss sich dann so verhalten, wie ein Pessimist denkt, dass er ist. Und ein Mensch kann dem einen Menschen eine sehr negative Seite zeigen, währenddessen ein anderer Mensch mit einer anderen Erwartungshaltung eine ganz positive Seite von diesem Menschen herauskehrt oder in Resonanz mit ist. Ja, weil wenn du wohlwollend und respektvoll bist, dann bist du immer in Resonanz mit der wohlwollenden und respektvollen Seite anderer Menschen. Und die anderen Menschen haben auch eine andere Seite. Ja, vielleicht eine ärgerliche und eine Seite voller Vorurteile. Aber die ziehst du in dem Moment laut mit deiner Ausstrahlung, mit deinem Bündel von Gedanken, was eine Erwartungshaltung ist, die hast du da nicht auf dem Schirm. Die andere Seite der Polarität, ja? Du ziehst dann das an, was deiner Erwartungshaltung entspricht. Und das ist sicher. Das ist sicher und das klappt immer. Es sei denn, ein anderer Mensch hat eine stärkere Erwartungshaltung, ja? Wenn ein anderer Mensch eine stärkere Erwartungshaltung hat an das eigene Verhalten, dann passiert es auch mal, dass du keinen Erfolg hast mit deiner Erwartungshaltung, dass sich ein anderer Mensch, weil der so eine sture Erwartungshaltung in seinem Kopf hat, sich einfach stur darüber hinwegsetzt. Aber in 98, 99% der Fälle wird es klappen.
Definitiv. Hat dazu noch jemand Fragen zum Thema Erwartungshaltung? Weil das ist so ein wichtiges Thema für gute Beziehungen, für eine gute Lebensqualität. Hat da noch jemand Fragen? Ja, habe ich. Habe gerade überlegt. Dann formuliere die Frage und dann beantworten wir die. Okay, lass mich das formulieren. Wenn ein Umgang miteinander liebevoll ist, dann die Kommunikation natürlich auch eine ganz andere. Also ich glaube, ich bin jemand, der keine große Erwartungshaltung hat. An dich selbst oder an andere Menschen? Schnelle Antwort, nicht überlegen. Ich habe an andere gedacht. Ja, gut. Also ich sehe mich jetzt nicht als egoistisch oder krank egoistisch. Du solltest dich gar nicht analysieren. Das ist uninteressant. Sag mir jetzt mal die Frage. Du warst jetzt in der richtigen Richtung. Bleib mal dabei. Ich habe versucht, mit Menschen ganz normal umzugehen, ohne große Erwartungshaltung, sondern sogar so, dass ich meine Erwartungshaltungen sehr klein gesetzt habe, Ja. dass diese Erwartungshaltung so groß war, dass ich meinen eigenen Erwartungen, Haltungen nicht mehr entsprechen konnte oder das nicht durfte. Und im Moment fühle ich das so, dass ich eine Erwartungshaltung habe, mich zu schützen, meiner selbst willen. Und geht das richtig? Brauchst du nicht. Es ist eine Illusion, dass du das tun musst, ne? Das ist eine Illusion deines Egos. Das ist völliger Unsinn. Weil vor was willst du dich schützen? Vor was willst du dich schützen? Was gibt's, wovor du dich schützen könntest? Dass jemand meine Grenzen überschreitet. Und dann? Dann hat jemand deine Grenzen überschritten. Ist eine Situation, ne? Ist eine Situation. Nichts als eine Situation. So, die beobachtest du dann. Aha, ja, der Mensch hat meine Grenzen überschritten. Und nun? Mein altes Leben war, ich mache dann da mit und liefere mich aus, in Anführungszeichen. Ja, Ist ja sehr noch schön dumm. jemand, der sagt, ich ziehe eine Grenze. Damit bin ich wieder im relaxten Zustand. Guck mal, wenn jemand eine Grenze überschreitet, dann kannst du doch in jedem Moment entscheiden, ob dieser Mensch überhaupt in dein Leben passt. Du kannst entscheiden, ob du dich mit dem Menschen weiter unterhalten willst. Du kannst entscheiden, dich einfach umzudrehen und zu gehen. Du kannst entscheiden, zu tun, was immer du willst. Solange du dich abhängig machst vom Verhalten anderer Menschen, bist du ein Opfer. Bist du ein abhängiges Opfer, da bist du eine Marionette, die an den Fäden anderer Menschen hängt. Und das ist unintelligent, das so zu sein. Du siehst dich dann in dem Moment immer als Marionette und du bist ein Opfer. Und du willst kein Opfer sein. Niemand von uns will hier ein Opfer sein. Deswegen verhalten wir uns intelligent und sind unabhängig vom Verhalten anderer Menschen. Unabhängig vom Verhalten anderer Menschen. Und wir erlauben uns, wir selbst zu sein. Ich kann sein, so wie ich bin. Ich erlaube mir selbst, ich selbst zu sein. Unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Ich bin so, wie ich bin. Und ich bin gut, wie ich bin, unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Ganz, ganz wichtig. Das solltest du so trainieren, genau so, wie wir heute darüber gesprochen haben. Das ist ein wichtiger Punkt bei dir, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den solltest du trainieren und du solltest dich darüber freuen, wenn dir Menschen begegnen, die dich herausfordern auf diesem Gebiet. Das sind deine Trainer. Das sind die Menschen, die dich am meisten weiterbringen. Und deine Erwartungshaltung, ja, das ist klug, wenig Erwartungen an andere Menschen zu haben. Das ist klug, ja, weil das reicht schon, wenn du eine Erwartung an dich selber hast. Wenn du die Erwartung an dich selber hast, ich bin ein wohlwollender, respektvoller und freundlicher Mensch, dann reicht das völlig aus. Wenn du diese Erwartung an dich selbst hast, dann bist du wohlwollend und respektvoll und freundlich, auch wenn andere Menschen mal daneben hauen aus deiner Sicht. Dann hast du Verständnis, weil du bist ja ein wohlwollender, freundlicher und respektvoller Mensch. Und wenn du dir das immer wieder selbst suggerierst, dir das sagst in deinem Kopf, dann wird das auch immer mehr der Fall. Und dann ist das deine Erwartungshaltung. Ja, nicht an andere Menschen, aber an dich selbst. Und diese Erwartungshaltung, die strahlt dann aus. Und andere Menschen, die werden dann auf diese Erwartungshaltung, die du an dich selbst hast, reagieren müssen. Ja, und die werden dann wohlwollend und freundlich und respektvoll auf dich reagieren. Aber wenn du ein Kind hast, ja, von dem du ein gewisses Verhalten haben möchtest, wenn du einen Partner hast, von dem du gewisses Verhalten nicht mehr haben möchtest, aber ein anderes Verhalten haben möchtest, dann bestimmst du dieses Verhalten durch deine Erwartungshaltung.
Ja? Und dann solltest du klug sein und dir und den Fokus deiner Gedanken auf die Dinge richten, die du haben willst und nicht die Dinge, die du nicht haben willst. Ja, wenn du sagst, ja, immer schmeißt du die Tür zu, hör jetzt auf die Tür zuzuschmeißen, du machst mich verrückt. Ja, worauf fokussierst du dich denn? Aufs Tür zuschmeißen, auf die Dinge, die dir nicht gefallen. Aber wenn du sagst, Mann, Schatz, das ist so schön, dass du jetzt mal die Tür leise zugemacht hast, ich bin so froh, dass du Rücksicht nimmst, dann fokussierst du dich auf die Dinge, die du willst und dann verstärkst du die Dinge, die du willst. So einfach ist es, ja, so einfach ist es, hat uns nur noch niemand gelernt und ja, jetzt praktizieren wir das hier jeden Tag. Jeden Tag. So, so wichtig. Gut, ich glaube, damit ist das Thema Erwartungshaltung.